So, ich begrüße euch alle noch einmal herzlich zu unserem diesjährigen Sommerfest der Emdener Linken. Unsere Partei feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. Dieser Geburtstag wollen wir mit euch allen gemeinsam feiern. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem Genossen Dieter Dehm, der den heutigen Besuch unserer Spitzenkandidatin Sarah Warnknecht vermittelt hat. Liebe Sarah, danke für deine weite Anreise. Herzlich willkommen in der ehemaligen Hochburg der Sozialdemokraten. Wir sind alle gespannt auf deinen Redebeitrag. Wir sind mitten im Wahlkampf. Die Endphase der politischen Auseinandersetzungen sind eingeläutet. Und wir alle stellen hier wieder mit großem Erstaunen fest, dass die SPD jetzt ihre sozialen Gewissen wieder entdeckt hat. Sie trifft ein für ein soziales und menschenwürdiges Leben in diesem Lande. Diese Problematik ist reiner Hohn. Wer hat denn 2004 die Grundsätze einer sozialen Politik ausgehebelt? Wer hat den Hartz IV auf den Weg gebracht? Wer war denn die Interessenverwalter von Kapitalinteressen? Wer hat denn diese Gesellschaft gespalten in Arm und Reich? Das waren die Sozialdemokraten unter Kanzler Gerhard Schröder und die Grünen. Sie sind für diese unwürdige Politik alleine verantwortlich. Wir, die Linke, sind eine klare Alternative gegen die Weiter-so-Politik von CDU, SPD, Grünen und der FDP. Die Linke Niedersachsen will den Kapitalismus überwinden und den Weg zum Sozialismus beschreiten. Wir haben seit unserem Bestehen mehrfach bewiesen, auf welcher Seite wir in politisch und Interessenauseinandersetzungen stehen. Drum wird eine unserer ersten Forderungen immer sein, die sofortige Erhöhung der Renten, der Einkommen und der Sozialleistungen. Wir bleiben dabei und sagen es immer laut und deutlich, das menschenverachtende Hartz-IV-Regime muss weg. Und hier und heute im Enden sage ich auch sehr deutlich und fordere die Landespolitik im Niedersächsischen Landtag auf, jegliche Militärexporte über Niedersachsen und gerade über Emden einzustellen. Emden darf nicht länger Umschlagsplatz von Militärgütern bleiben. Auch hier tragen Sozialdemokraten Verantwortung. Denn in ihrer Regierungszeit wurde der Landeshafen Emden Militärumschlaghafen. Deutschland ist bei jedem Krieg dabei. Kapital- und Personengesellschaften verdienen sich an diesen Kriegseinsätzen eine goldene Nase. Unter Bruch der Verfassung ist Deutschland die militärische Drehscheibe für die US- und der NATO geführten Aggressionskriege. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Die Milliarden für Rüstung und Kriege müssen für soziale Zwecke verwendet werden. Ich fordere die Landes- und Bundespolitik auf, nicht zugunsten der Rüstung bei der Sozialpolitik zu sparen. Kanonen statt Rente, das geht nicht. Ich unterstreiche hier und heute in Emden noch einmal unseren politischen Anspruch als Friedenspartei, als einzige Friedenspartei in dieser Republik. Die Linke ist für eine solidarische und eine friedliche Außenpolitik. Wir sind für die Bekämpfung der Fluchtursachen, dort wo sie entstehen. Das Asylrecht darf nicht weiter eingeschränkt werden. Menschen, die ihr Leben durch die Flucht nach Niedersachsen retten, haben einen Anspruch darauf, hier in Sicherheit menschenwürdig leben zu dürfen. Es müssen auch alle finanziellen Möglichkeiten eröffnet werden, um eine soziale und menschenwürdige Integrationsarbeit leisten zu können. Die Landesregierung Niedersachsen muss ihren Anteil an der Finanzierung für umfassende Integrationsmaßnahmen deutlich erhöhen. Es gibt in Niedersachsen einen extrem hohen Bedarf an Sprachkursen, die noch nicht abgedeckt sind. Die Linke hat immer fest gegen Krieg und Aufrüstung gestanden. Wir wollen die deutschen Soldaten aus dem Ausland abziehen. Die Regierung plant schon wieder fürs Militär die Ausgaben zu verdoppeln. Das Geld wollen wir konkret einsetzen, um Schulen zu sanieren, Kitas auszubauen und kostenfrei zu machen. Waffenexporte wollen wir verbieten. Es dürfen auch keine Militärgüter in die Türkei geliefert werden. Ich persönlich arbeite in der Flüchtlingsarbeit und Beratung, leite die Feliknas-Ukar-Stiftung, die sich für die Rechten der Frauen und Kinder einsetzt. Als Kurdin und Jesidin bin ich in diesem Kulturkreis fest verwurzelt.
Die herrschende Politik der vergangenen 20 Jahre hat nicht nur eine ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen, sondern auch zu einer tiefen sozialen Spaltung geführt. Entsolidarisierung und beständiger Konkurrenzdruck haben Tendenz zur Verrohung und Brutalisierung von Sprache und Denken deutlich gemacht, die sich vor allem gegen Geflüchtete, aber auch andere Gruppen von Menschen richtet. Diese verbale Brutalität schlägt immer wieder in reale Gewalt um. Das darf nicht sein. Wir müssen mit einer offensiven Politik eine Spaltung dieser Gesellschaft einfach nicht zulassen. Die Linke setzt sich dafür ein, dass die sozialen Menschenrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Die Linke ist die klare Adresse für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Es liegt an uns. Wir können dieses Land verändern. Wir können die Zukunft über die Menschen gerecht und besser machen. Ein gutes Leben für alle wäre längst möglich. Der Reichtum wächst jeden Tag, aber er kommt nur wenigen zugute. Die Welt ist aus den Fugen. Es liegt an uns, sie neu zu gestalten. Die Linke will eine Zukunft, für die es sich zu lohnt, zu kämpfen. Wir wollen ein Land, in dem alle ihren gerechten Anteil an die Gesellschaft haben, in der das Leben für die Menschen wieder planbar ist. Wir wollen, dass alle Menschen frei von Armut sind und keine Angst vor sozialem Absturz haben. Wir wollen, dass Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen besser gestellt werden. Wir wollen ein Land, in dem Reichtum das ist, was allen gehört. Öffentliche Bildung, Gesundheit, saubere Umwelt, Kultur. Wir wollen ein Land, in dem alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben und an den demokratischen Entscheidungen beteiligt sind, unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten, ihrer körperlichen Verfassung, ihrer Herkunft und sozialen Stellung, ihrer Geschlechter und Alter. Wie kürzlich hier in Emden ist mit dem erfolgreichen Bürgerentscheid zum Erhalt des Emdener Klinikums rund 62% der Emdnerinnen und Emdner haben sich für den Erhalt der Emdener Klinikums gestimmt. Das war ein großartiger Erfolg für Emden. Wir kämpfen für eine Gerechtigkeitswende. Die gibt es nicht zum Nulltarif, nicht für warme Worte und nicht ohne Konflikte mit Konzernen, Superreichen und ihren politischen Verbündeten. Der Einfluss der Reichen im Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ist groß. Der Zugang zu guter Bildung und Arbeit bleibt verschlossen. Die Kluft zwischen starken und schwachen Regionen, reichen und armen Stadtvierteln vergrößern sich immer mehr. Nach jüngsten Statistiken der DGB nimmt Emden in der Armutsstatistik einen der vorderen Plätze ein. Auch Kinderarmut ist in dieser Stadt sehr hoch. Nahezu gibt es jeden Monat um die 400 Stromsperren. In Niedersachsen ist jedes dritte Kind arm. Das dürfen wir nicht so klanglos hinnehmen. Das muss geändert werden. Wir leben in einem Land, in dem viele Menschen arm sind. Die Schlangen an den Tafeln werden immer länger. Viele Kinder kommen ohne Frühstück in den Schulen. Klassenfahrten sind oft eine finanzielle Herausforderung. Das solidarische Gewerbe in dieser Gesellschaft ist dünn geworden. Wir leben in einem Land, in dem viele Menschen reich sind. Rund 1 Million sind Millionäre, aber eine Vermögenssteuer wird nicht erhoben. Die Linke steht an den Seiten der Beschäftigten, wenn es um Respekt und gute Arbeit geht. Wir wollen sichere Jobs mit höheren Löhnen. Das macht das Leben planbar. Der gesetzliche Mindestlohn muss auf 12 Euro die Stunde angehoben werden. Nur so werden die Beschäftigten auch sicher vor Armut im Alter geschützt. Tarifverträge und Gesellschaft wollen wir stärken. Die Linke will eine Zukunft, für die es sich lohnt zu kämpfen. Und unsere politischen Vorstellungen sind machbar. Sie sind durchsetzbar. Drum gehen Sie zur Wahl und wählen Sie die einzige Partei für Soziales und Frieden, die Linke. Wenn die Linke stark wird, bringt sie so einiges in Bewegung. Gerechtigkeit ist wählbar. Deswegen geht am 24. Dezember zur Wahl. Für eine soziale Wende und gegen ein Weiter-so in der Politik. Drum mit beiden Stimmen die Linke wählen. Ich danke euch im Namen des Landesvorstands Niedersachsen, in der ich Mitglied bin. Ich danke euch, dass ihr heute so zahlreich hier erschienen seid. Und nun, liebe Sarah, sind wir sehr gespannt auf deinen Redebeitrag. Nochmals herzlich willkommen. Ein großes Applaus für Frau Dr. Sarah Warnknecht.